Also Maskupo. Also, wir könnten da mal langsam. So, und jetzt aus irgendeinem Grund, warum auch immer, Grund XY klettert er vor. Ich weiß zwar nicht, warum er das tut, aber der hat einfach Lust drauf. Na los, wo bleibst du denn? Bist du's, Kupo? Kupo, bist du's, Stilskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht. Ich schreib dir auch mal. Das ist nett, Kupo. Also, halt den Bommel steif. Sag Moshu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Ich bin dann mal weg, ohne zu sagen, wohin. Junge mit Zipfelmütze, war das ein Freund von dir? Achso, das sind wir. Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du, du kommst bald mal? Na, ganz ruhig, Brauner, ja? Ich brauche noch ein bisschen. Hier gibt's nämlich noch was zum Einsammeln. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es hier noch was gäbe. Oh, hier gibt's noch was, ja. So, ich glaube, am Anfang des Spiels ist es einfach so, dass hier, weiß ich nicht, der Rufzeichen einfach über uns hängt. Ich kann den gerade nicht wegmachen. Ich trage dich gleich ein, ja? Gerne. Ich erkläre dir mal das Mognet, Kupo. Über das Mognet können wir Mogris uns Briefe schicken, Kupo. Das heißt, wir erhalten Briefe und lassen sie uns auch zustellen, Kupo. Aber in letzter Zeit kommt einfach kein Mogri vorbei, Kupo. Deswegen tu mir doch den Gefallen und übernimm du die Zustellung, Kupo. Würdest du die Zustellung übernehmen, Kupo? Gerne. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Monty. Gerne doch. Dank, Kupo. So, dann will ich, dass du hier Speicher machst. So, lass mich mal abspeichern. So, lädt. So. Oha, warte mal. Wir haben so viele Steckplätze und dann jeweils 15 Slots. Gehe ich von aus zumindest. Ja. Das ist doch nett. Das ist so, als ob wir, keine Ahnung, 10 mehr Memory Cards drin hätten. Ach, ich mag diese HD-Icons da. Ich komme gerade nicht drauf, wie die Dings heißen. Face-Sets, genau. So, nichts. So, und jetzt kletter ich nach oben. Nun aber schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Was treibst du da? Komm endlich! Wie hast du... Wie, du hast etwa Höhenangst? Keine Angst, stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Wow, das ist echt ein guter Rat. Hey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Okay, dann wollen wir mal... da können wir anscheinend nicht lang. Schon wieder. Keine Angst, hab ich doch gesagt. Glaub mir, die Bretter halten. Haben also doch nicht gehalten. Tja, aber solche Details darfst du nicht so eng sehen. Tja, der hat leicht reden, aber hier mit meinen kleinen Füßchen da, mit meinem Beinchen da, ist das schon ein bisschen anstrengend. Außerdem habe ich deine Kutte an. Ach, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Vivi, Schwarzmagier, Geschlecht, männlich, Alter, 9 Jahre, äußere Erscheinung, Rechtshänder. Äußere Erscheinung in Klammern. Alles klar, so. Aha, Vivi also. Naja, auch ein Name. Ich heiße Puck. Freut mich. Oh, ich frag mich, wie ein gewisser anderer Charakter nun heißt, beziehungsweise was da oben bei Geschlecht stehen wird. Da bin ich ja mal sehr, sehr hardcore gespannt. Ob da nun männlich oder weiblich steht oder ob da gar nichts drin steht, weil theoretisch dürfte da gar nichts drin stehen. Und wenn, dann macht bitte keine Siegel raus. Oder beziehungsweise, dann ist es ja eigentlich egal, was es ist. Hauptsache, ich weiß, was für ein Geschlecht es ist. Oder ob es ein Neutrum ist, weiß ich nicht. Puh, endlich da. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's.
hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lea, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten, ob ihre königliche Majestät Königin Brane oder Prinzessin Garnett in der Ehrenloge. Ob die verehrten adligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Oh, ich glaube, ich habe gerade ein Problem festgestellt, aber ich werde das gleich nochmal ansprechen. Deinen Vater und deine Mutter haben sie ermordet und nun wird dir auch noch deine Liebste entrissen, Freund Markus. Oh, vom Schicksal betrogener Markus, woraus kannst du noch Kraft für dein weiteres Leben schöpfen? Gegen das Unrecht, für unseren Freund. Lass uns die Scharfrichter König Lea sein, dem... Das ist zu schnell. Ich habe schon gedacht, dass der Text hier ein bisschen schneller ist als in der alten Version. Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Auch mich tötet es nach Rache. Hinfort mit euch, in den Zweck. Wer sich mir in den Weg stellt, der sollte nicht auf Gnade hoffen. Erhebt ihr euer Schwert gegen mich, so besiegelt ihr damit euer Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Spüre den Schmerz unseres Freundes, wird tausendfach. Boah, Rage Battle. Boah, Alter. Und jetzt wieder die Epic Music im Hintergrund. So, wir machen einfach, keine Ahnung, Autofight. Ist doch egal, was wir machen. Ich genieße das. Ist sowieso alles nur Angriff, Angriff, Angriff. Was soll man denn hier noch Besonderes machen? Wie kannst du es wagen, mich zu schlagen? Das kriegst du zurück. Oh. Oh. Kritisch. Oh, kritische Treffer sind sehr sexy, muss ich sagen. Glaube nicht, dass die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen! Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Zidane, und denke doch erst einmal nach. Wenn Prinzessin Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wäre alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Ha! Ha! Das Problem ist... Ich bekomme gleich natürlich Befehle angesagt, aber die entsprechen natürlich nicht Viereck, Dreieck, Kreis, X, sondern was ganz anderes. Wie soll ich das denn hinkriegen? Das wird, glaube ich, schwierig, denn X ist jetzt in dem Fall Viereck. Oh Gott, wie soll ich das machen? Also gut, willst es ja nicht anders, ganz recht. So, genau, Y, X, A, B. Oh oh, das wird schwierig. Y, X, A, B. Alter, warte mal. Das kriege ich doch niemals hin. Warte mal. Warte, warte, warte. Es tut mir wirklich leid. Aber ich komme da nicht drauf. Wenn ich nicht... Okay, den Zettel sollte ich nicht zum Schmieren benutzen. Das ist schon wichtig. Wie wäre es denn mit dem Zettel? Oh, der Zettel ist eigentlich auch nicht gut. Das ist ein Foto, wo ich geblitzt worden bin. Siehst du so sexy, das Foto? Egal. Also. Y, X, A... B. So. Und jetzt bräuchte ich das am besten hier irgendwo hingeklemmt. Ich kann das wahrscheinlich von der Geschwindigkeit jetzt nicht einfach hundertprozentig nachahmen, aber egal, ich werde es probieren. So. Nein! Nein! Ah, fuck. Fuck, Alter, ich muss das unbedingt gleich nochmal machen. So, also irgendwie kriege ich das, glaube ich, schon geschissen. So, genau, Y ist da unten, B ist im Prinzip X, okay, alles klar. Ich komme da wohl drauf, wenn ich das jetzt nochmal ausprobieren könnte, dann ist es wahrscheinlich relativ easy. Dann kann ich das wahrscheinlich,
Ich werde wahrscheinlich das Stück gleich nochmal vortragen, weil das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Hä, aber gibt's hier gar nicht sowas wie, weiß ich nicht. Hier fehlt doch eindeutig was, oder? Nicht mal Viereck oder so muss man einmal drücken. Wir sehen das, wir setzen das dann einmal vor. So leicht kommt es mir nicht davon. So, alle werden wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Schien 35? 35 sind zufrieden. Wollt ihr mich abfacken? Ich mach das nochmal, so. Dann wollen wir mal. So, mit der Hoffnung, dass sie jetzt gleich total berauscht sind. Aber kann sein, dass es natürlich die falsche Taste ist. Weil sonst würde wahrscheinlich nicht die Abbrechen-Taste-Sound kommen. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ob das jetzt für das Stück das auch wirklich dann geändert hat, meine Tastaturbelegungen. Oder meine Tastenbelegungen. Wenn das jetzt natürlich nicht der Fall ist, dann habe ich natürlich jetzt ja deutlich gelitten. Obwohl eine Taste habe ich übrigens daneben geprasselt. Es ist natürlich auch unlogisch, 35 Leuten zufrieden zu machen, obwohl wir eigentlich ein relativ gutes Tempo dafür halten, was wir hier gerade drücken. Ich werde das jetzt einfach gleich nochmal ausprobieren und eine andere Taste drücken statt Dings, falls wir jetzt wieder eine schlechte Bewertung bekommen. So, das würde ich jetzt mal sehen. 39 zufrieden. Also da passt was nicht, also eindeutig. Ich werde gleich die andere Taste hier mal probieren. So. Aha. Hört ihr das? Jetzt macht das auf einmal Bring Bring. Und Bring Bring heißt alles Ding Ding. So. So, mal gucken, ob jetzt auch mehr Tasten dazukommen. Also, aufgrund dessen, dass ich die Belegung geändert habe, ändert es nichts an einem Minigame, sondern es gelten die eigene Controller-Tastenregeln. So, das ist natürlich ein bisschen scheiße, denn jetzt habe ich mich gerade vertippt. Oh, fuck. Und auf X habe ich natürlich sporadisch auch direkt wirklich X gedrückt und nicht, ja. Oh, fuck, Alter, das ist ätzend. Ich habe das jetzt auch nicht so toll gemacht. Mhm. Aber da muss ich halt schnell schalten, ey, bei X Dings zu drücken, ey. Viereck. Oh, Mann, ey. Oh. Aber es sind ja so auf jeden Fall mehr zufrieden. So, 80 sind zufrieden, Königin Brana aber nicht. Ich würde es aber gerne nochmal, ach so, die verlangen Zugabe. Dann machen wir das noch ein einziges Mal. So, Y, B. Y, rechts. Y, B, links, B, Y, rechts, Y, B, unten. Y, B, links, A, rechts, Y, unten, oben, links, Y, unten, A, X, rechts, Y, A, unten, B, links, A, B, Y. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber es hilft mir ein bisschen gerade beim, sage ich mal, richtigen Drücken. Und das ist halt echt nicht so einfach, wenn man ständig umdenken muss. Das ist echt, oh Gott. Gut. 100 von 100 sind zufrieden. Jesus Christ. Auch Königin Brana ist zufrieden. Ich will keine Zugabe geben. Leckt mich am Arsch. 10.000 Gil wurden auf die Bühne geworfen. Das habe ich noch nie geschafft. Auch nicht schlecht. Na, fertig mit Umziehen, Zidane? Schon, aber dieser Helm. Tja, der müffelt irgendwie. Ach, du Armer, meine müffelt dich nur irgendwie? Der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Und die Taschen voll mit Keksrümmeln. Okay, ich hab's verstanden. Aber sag mal, hast du die Viecher dabei, Blank? Na, Logo, auf mich ist Verlass. Sehr gut, also dann gehe ich erstmal der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütteln. Genau, ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Hehe, die ratzen ja wie die Weltmeister. Schloss Alexandria.
So, wie war das nochmal mit den Mogris? Also, laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Aha, jetzt kommt, glaube ich, gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor der Akt zu Ende ist. Alles klar, wenn wir jetzt also zurückgehen, finden wir hier natürlich nichts vor, was natürlich logisch ist. Gut, Mist, da kommt wer, versteck dich sie dann. Was? Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Gut, weiter patrouillieren. Zu Befehl. So, jetzt können wir nochmal unser Menü öffnen und dann bei Zidane auch den Sealing Quidia oder wie auch immer es heißt, das ausrüsten. Jetzt lernen wir nämlich Räuberauge und Schiss. Wenn wir nochmal halt überprüfen wollen, was ist, gehen wir ganz einfach auf Abilities und dann sehen wir Räuberauge, Einzelvisier. Man erfährt, was für Items der Gegner bei sich trägt oder mit sich trägt. Was natürlich gut sein kann, um halt zu wissen, beklaue ich den Boss oder beklaue ich den Boss nicht. So, wir gehen einfach mal nach oben. Hä? Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Mädchen, weißer Kutte? Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Gesicht erhaschen. Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau, seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen, weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm? Nicht doch, also wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. Hey, so warte doch. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Getroffen? Nicht gesehen? What the hell? Nein, ich... Nee, so ein hübsches Mädchen kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey, Zidane, was geht denn da oben ab? Also... Bitte verzeiht. Was läuft hier eigentlich? Beeil dich, das war gerade Prinzessin Garnett. Im Ernst? Aber sowas von ernst. Furchtbar, sag ich, und sag ich, unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Bran aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell! Furchtbar, sag ich. Oder sag ich? Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das doch echt wahr, frag ich? Das ist echt, echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zu Krössin Brane. Zu Krössin? Zu Krössin, alles klar. Zum Krösse. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das doch echt wahr, frag ich? Das ist echt, echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zu Königin Brane, sag ich und verpisst euch. Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Im Moment wünscht auch die Majestät nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich und sag ich. Was plustert diese Beatrix sich mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnett ist... Blablabla, Schwallschwall. Ganz furchtbar. Ich verstehe. Wartet hier einen Augenblick. Ich bekomme ständig Schluck auf irgendwie. Ich atme gerade falsch. Ich versuche gerade das Stück zu genießen. Also erbitte ich mir nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnett ist... Ach ja, wo ist Garnett überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt die Göre sich dabei? Generäle Beatrix, jawohl. Und auch ihr, Hauptmann. Steiner. Mensch. Männlich, 33 Jahre alt. Und immer noch ein Rechtshänder. Hauptmann Steiner, zur Stelle. Schafft mir sofort Garnett wieder her.
Sehr wohl, Eure Majestät. Wir befehlen, Eure Majestät. Zu Befehl. Das ist doch ein leichtes. Oder? Für den Hauptmann Steiner. Tote Truppe, Kompanie Yang getreten. Nanu? Keiner da? Hauptmann Steiner! Kompanie zur Stelle! Was soll das hier, Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs meine ich! Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brane! Zieht euch sofort was an und sucht die Prinzessin Garnett! Okay, ich bin weg. So, und wir suchen natürlich auch weiter. Aber die Frage ist, können wir eigentlich auch hier lang gehen und suchen? Ja, ne? Jetzt aber, weil hier ein Mogli ist. Moshu, ich hätte so gerne einen Brief. Warum hast du keinen für mich? So, speichern, Kupo. Speichern. Ich speichere, Kupo. Mach das, mein Freund. Wir haben so viele Blöcke zur Verfügung. Das ist ein leichtes für uns. So, Daten werden gespeichert. Bitte warten. So, an dieser Stelle, meine lieben Freunde, machen wir ein kleines Boss-Gehen und sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Haut rein!